Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Ihr seht, ich habe gerade mal nur 40 Stück hergestellt von den Bodenplatten. Grund, ich habe richtig Bock, das Game zu zocken und deswegen, ich muss einfach weitermachen. Es geht nicht anders. So, hier erstmal, damit ich ein bisschen was verkaufen kann. Und Platz bekommen. Also das wird verkauft. Das wird definitiv alles, was Negativeffekte hat, wird erst einmal verkauft. Och nein. Ich hab das Huhn gehört. Es hat einen Negativeffekt. Bringt 3000. Ah ja, komm. Das macht 140, das macht nur 100, das kann weg. Das macht 140, das würde ich mal aufheben. Das kann auch erst einmal da rein. Also die zwei Two-Händer würde ich auf jeden Fall erstmal aufheben wollen. Und wir gucken mal. Na, auf diese Höhe nicht. Dann würde ich wohl schon eher auf diese Höhe bauen wollen. Ja, das trifft sich dann auch sehr gut hier. Und wir wissen ja, auf dem Wasser sind wir safe vor den ganzen Mobs. Die kriegen irgendwie Schaden im Wasser. Warum auch immer. So, mal gucken. Das sind 6, das sind 7. 8, 9. Zwei, drei, vier und beim fünften dann. So. Nein, das wollte ich nicht machen. Aber so ein Zwischenboden wäre auch nicht schlecht. Muss ich mir noch überlegen. Wow. Das da weg. Das da weg. Das hier weg. Ich hatte es euch ja in der ersten Folge gesagt, ich hatte schon mal mit Olaf Multi gespielt. Und ja, ich finde das Spiel einfach nur Bombe. Von daher weiß ich halt auch, wie man hier am besten baut. Und ich werde hier einen Zwischenboden einziehen. Den werden wir später definitiv benötigen. Auch weil es besser aussieht, wenn man baut. Hier habe ich jetzt leider Gottes ein bisschen zu weit gebaut, aber das stört nicht. Okay, leider Gottes, das im Wasser kriegt man nicht mehr weg. Man kann hier nicht tauchen und unter Wasser abbauen. Genauso kann man nicht schwimmen und bauen. Was ein bisschen schade ist, unter Wasser, das sollte man vielleicht doch schon abbauen können. Aber gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau. Das sind dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scheiße. Da muss noch was hin. Was waren jetzt 8?
Kann ich die noch herstellen? Ach, ja. Was brauchen wir noch? Den Rest holen wir ja dann alles von drüben, ne? Ich brauche wieder Stein für... Wir stellen später Stahl her. Denn... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Stahlkiste. Ja, die werden wir uns später machen. Ich muss erst mal ein bisschen was von der anderen Map rüberholen. Und wir haben ja Skill Points, genau. 4 Stück an der Hand. Das ist, damit wir weniger Geld verlieren, wenn wir sterben. Auf jeden Fall hier fürs Abbauen. Das ist schon mal wichtig. Dann... Was ist... Ach, das sind, Play Death. Leben heilen, Mana heilen, Buff Durations, Cooldown. Ach, das sind bloß so Art, wie nennt man das, wenn man, in Spielen so... Art Emojis macht. Das brauche ich nicht unbedingt. Was ist das? Your life will gradually heal with riding the glider. Okay, das gibt mir Leben wieder, wenn ich gleite. Over the rainbow. Your stamina rate will be lower while riding the glider. Oh. Okay. Da haben wir es doch schon. Die anderen zwei Maps werden wir uns auch noch angucken. Wir werden uns jede einzelne Map angucken. Jede einzelne Map looten, jedes Dungeon machen, jeden Boss umhauen. Und dann bin ich mal gespannt, was auf der allerletzten Map kommt. So, hier werden wir jetzt definitiv erst einmal alles mitnehmen. Vor allem dir, die sind ganz besonders vonnöten. Das da, der kommt auf jeden Fall mit. Das haben wir schon, das wird später verkauft. Da ist noch was drinne. Der ist leer, pass mal auf. Machen wir das so. So. Wir nehmen wirklich alles mit, würde ich sagen. Ist da noch was drinne? Ja. Das. Tut mir jetzt leid um die 10 Wassereimer. Bitte pass rein. Nein, es passt nicht. Nein. Oh. Wir haben 5 Slates. Aber Nubis wollte, glaube ich, 4 Stück haben. Mal gucken, was wir dafür kriegen. So. Hi. 5 Stück. Maximum Life. Maximum Mana. Maximum Stamina. Ich würde wirklich erstmal auf Leben gehen. Weil... No, ich hab nicht so viel. Und wir haben einen weiteren Skillpoint bekommen.
Hier, Two-Handed. Also, dass ich weniger Stamina verliere, wenn ich gleite, davon kriege ich nichts mit. Irgendwas, was wir definitiv nicht brauchen. Dieses einzelne Rack brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die Steine kann man jederzeit neu farmen. Das sollte nicht das Problem sein. Was ist das? Needle. Ah, die werden wir mal aufheben. Ah, das Stahl, das brauche ich unbedingt. Eisenhammer dort mehr als genug Erze. Und ich weiß nicht, was das ist. Was schmeißen wir denn? Ach komm, wir schmeißen das Kupfer weg. So. Tschüss, die Koski-Insel. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Steh mir nicht im Weg. Ich war das nicht. Okay. Ich war ganz lieb. Ich habe nichts gemacht. Ja. Der ist einfach so umgefallen, der war müde. So, da steht unser Zeug. Quatsch. Als erstes hier. Kleiner Tipp für die, die immer bauen wollen. Ihr seht ja, wenn man sich hier so ein Stück bewegen will, das geht nicht. Im Sneak-Modus geht das ganz easy. Da kann man das auch richtig schön variieren, wie man das haben möchte. Also Sneak-Modus bauen, das muss sein. Aber die kann ich eigentlich hier hinter bauen. So. Und dann hauen wir erst einmal hier Eisen rein. So, das ist fertig, das ist fertig. Wir bauen die anderen zwei Märkte noch schnell auf, denn ich habe da noch ein bisschen was zu verkaufen. Und zwar das, 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 das und das wird verkauft, so wie das. Das haben wir jetzt doppelt. Das können wir einmal verkaufen. Wir können auch noch eine Werkbank verkaufen. Wolle. Ihr seht, 13 Wolle, 6500. Das ist mal richtig geil. Das werden wir erstmal alles verkaufen. Denn das bringt mir gerade eben nicht wirklich viel. Und das war's erstmal. Weiter geht's. Baue ich noch eine hier vorne ran, dann hätte man nämlich die neuen Dinger hier erledigt. So. Ich mach mal einen kurzen Cut, ich krieg einen Anruf. Entschuldigung für den kurzen Cut, ich habe einen Anruf bekommen wegen meinen Kindern. Und ja, wir machen hier erst einmal weiter. Und warum? Warum liegt hier oben Huba-Buba-Kacke? Egal, ich will's nicht wissen. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, ja, hier bauen, genau. Ja, wir werden das bis hier vorbauen. Die sammeln wir mal ein.
So. Jetzt haben wir insgesamt 9 Platten zur Seite und nach hinten. Und dann können wir so langsam anfangen, die Base aufzubauen. Hui! Erstmal da oben, so. Gucken, nicht zu weit bauen. So. Ach ja, wenn es um die Kinder geht, muss ich immer parat stehen und das möchte ich auch, weil es sind meine Kinder, nicht die Kinder von irgendjemand anderen. Und hat hier oben was gefehlt? Nee. Nicht die Kinder von irgendjemand anderen, meine Kinder, und um die werde ich mich auch weiterhin kümmern, egal wie alt die sein werden. Egal wie sehr sie mir auf den Keks rumwandern, mir auf den Keks gehen, wie auch immer. Es sind meine Kinder, ich liebe sie dafür und ja. So, die Märkte haben in der Zwischenzeit natürlich auch alles verkauft. Man sieht es unten an meinem Gold. Jetzt, ich brauche einmal irgendwas, um da hochzukommen. Treppen gibt es hier anscheinend nicht. Wir machen uns erstmal ein Bett. Das ist wichtig. Erstmal ein Bett. Und dann werden wir das mit einer Schräge hier machen. Ich brauche Steine. Steine haben wir hier mehr als genug. Danke. 23 Steine aus einem. Ja. Warum nicht? Die kann man hier ja nicht kaputt machen, oder? Nee. Schade, schade. Aber der hier wird noch zerkleinert. Der auch noch. Und der hier. Dann, ich möchte mal 2 davon haben. Ja, komm. Nice. Einmal da runter. Das ist die 7. Kann man? Ja. Ja, damit lässt sich arbeiten. Wir machen. Ihr habt nichts gesehen. Die 6, die Wände. Schaut euch das an. Das sieht doch richtig geil aus. Steinboden und dann Stonebricks als Wände. Nice. So. Irgendwo muss dann das Lager rein und das ganze andere Gedöns. Jetzt überlege ich gerade. Ich denke mal, Lager und so weiter werde ich hier dann reinbauen. Das heißt, wir werden hier einmal so bauen. Das war falsch. So. Wenn wir dann hier die Öfen hinmachen, können wir hier das andere Zeug hinstellen. Dann könnte man nämlich hier hinten noch ein bisschen weiter bauen. Ach, dieses Autosaving. Okay, das war's. Die Wände waren die 6. Ich überlege,
gerade, wenn ich hier noch eine Platte reinsetze und das dann so baue. Dann könnte man hier das Lager reinzimmern, hier eventuell die Reparaturbank, weil die ja ein bisschen groß ist. Hier die Öfen und den Blacksmith und hier hinten dann das ganze andere Zeug. Also wäre dann dort da drinnen das Lager. Ja. Ja, so könnte man das wirklich lassen. Dann brauche ich erstmal was zu essen. Apropos Essen. Was können wir denn alles craften? Oh. Da können wir wieder was herstellen. Das machen wir natürlich. Stahl würde ich auch gerne. 44. Wir machen erstmal 30. Und das hier noch. Was? Ich habe nur eins. Okay. Dann brauche ich noch ein paar Steinböden. Es tut mir leid, ich habe gerade eben erst mitbekommen, dass ich die Aufnahme mittendrin selber abgebrochen habe, indem ich die Mengenanzahl der Bodenplatten genommen habe. Die habe ich übers Nummernpad gemacht und da ist natürlich dann... Ja, wenn ich die 2 drücke, beendet es die Aufnahme. Deswegen, ich hänge jetzt hier noch ein paar Minuten hinten dran. Ihr seht, ich habe ein paar Wände gezogen. Ich habe hier unten ein bisschen dicht gemacht. Wie man sieht, was ich jetzt gesagt habe, was nicht in der Aufnahme drin ist. Ich finde es ein bisschen kacke, dass man jetzt hier so nicht bauen kann. Ich drücke, passiert nichts. Man muss wirklich aus dem Wasser springen, um zu bauen. Was auch nicht gerade schön ist, weil man sich da auch schnell verbauen kann. So wie jetzt. Ja, dann habe ich halt angezeichnet, wo das Lager hin soll. So einigermaßen. Kann ich euch ja mal zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Da kommt auch eine Bodenplatte ran. So. Soll ja auch schön aussehen. Also hier kommen die Öfen hin und die Blacksmith. Hier die Reparaturwerkbank. Hier soll das Lager reinkommen. Und der Rest wie Koch, Bau, Sachen und sowas kommt alles hier rein. Und hier fangen wir dann mit... Ja, ich weiß nicht, was es alles gibt. Große Sachen an. Hier werden wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz weiterbauen. Also im Grunde, ihr habt nicht viel verpasst, außer dass ich ein bisschen geredet habe und gebaut habe. Also es ist nichts Lohnenswertes bis jetzt passiert. Ich habe keinen Dungeon gemacht, keine neuen Sachen erforscht oder sonst was. Und ja. Okay, das war die letzte Steinwand. Ja, das lässt sich sehen. Könnte besser aussehen, aber ich sag mal so, für meine Verhältnisse. Ja, sieht gut aus, passt, wackelt, hat Luft. Jetzt gucken wir mal. Wir haben Wooden Door Frame. Haben wir das auch aus Stein? Nein. Hä, was ist denn da? Warum? Hä? Warum gibt's das nicht aus Stein? Gibt's das vielleicht in der nächsten Stage? Na, wenn nicht, wäre das ja scheiße. Die hätte ich gerne aus Stein, gibt's aber auch nicht. Och nö. Gibt's das hier drinne? Nö, auch nicht.
Och man, das ist ja scheiße jetzt. Das ist jetzt mal richtig kacke, muss ich sagen. Och man. Och nö. Warum? Mist. Die werden wir erst einmal wegmachen. Genauso wie die Furnace. Die sollen ja reinkommen. Und das soll auch rein. Das ist noch nicht fertig. Da können wir uns hier noch ganz schnell, wenn alles klappt. Ne, ich brauche Steine. Nächste Stage. Hier, Bausachen. Hä, warum kriegt man nur so ein Holzdoor-Teil? Das ist ja scheiße. Och Mann. Was ist denn das? Wooden. Oh, Glas. Oh. Drachenrüstung. Oh, geil. Flügel? Wow. Alter, was gibt's denn hier noch, bitteschön? Skelett Machine Fact. Alter. Ein Panzer. Den werden wir uns bauen, auf jeden Fall. Den werden wir uns bauen. Den Panzer bauen wir uns auf jeden Fall. Kann kommen, was will. Aber das ist jetzt irgendwie scheiße, dass man hier nur... Ach, da ist ja noch Zeug drin, das stimmt. Dass man nur... Holzmisten, also Holzsachen machen kann für hier... Na komm, die Öfen bauen wir uns noch schnell auf. Eins. Und ihr seht, mit Sneaken, das macht sich hier echt einfacher mit Bauen. Ich brauche jetzt ganz kurz eine Werk... Nee, nicht eine Werkbank, das andere Ding hier. Doch, eine Werkbank auch. Das und das da. Das stelle ich jetzt einfach mal wahllos hier in den Raum rein. Das wird dann später alles dort weggemacht und an den Platz gesetzt, wo es hin soll. Aber das ist jetzt irgendwie scheiße mit dem... Na, dass das nicht aus Stein gibt. Okay, es sieht gut aus. Ja, es hat... Ja, doch, es hat was. Aber das hier... Sieht scheiße aus. Es tut mir leid, das sieht kacke aus. Das sieht einfach kacke aus. Und wenn ich da jetzt noch so eine Tür reinhämmer... Ich glaube nicht, dass das auch schön aussieht. Achso, Baumodus gibt es ja auch noch. So. Aber anscheinend nicht bei der Tür. Wow. Kann man die... Nee. Schade. Ich dachte, man könnte die da reinsetzen. Und dann würde sich daraus vielleicht was entwickeln. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Nee, hinten muss das Holz sein, genau. Jetzt mal, also das sieht doch scheiße aus, oder? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Es gibt aber sonst wirklich nichts irgendwie. Das ist schade. Aber wir haben erstmal eine Tür, dass hier nichts mehr reinkommt. Gehst du bitte zu? Gehst du? So. Ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Ich entschuldige mich nochmal für die zwei Cuts, dass ich da einmal aus Versehen die Aufnahme mittendrin abgebrochen habe. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.